Der Frieden des Herrn sei mit euch, liebe Zuschauer und Glaubensgeschwister. Ja, willkommen und Shalom. Ja, in diesem Video geht es noch einmal um Yuval Noah Harari, der Chefvordenker des World Economic Forums, das einflussreichste Forum, denke ich mal, in der Welt. Ja, zurzeit Chefgründer hier Klaus Schwab. Ja, Anlass sind zwei Artikel, die ich gefunden habe. Das ist nichts wirklich Neues, ja, aber es ist nochmal eine Zusammenfassung, um zu zeigen, was dieser Mann entwirft, wie er sich die Welt vorstellt, von was er geleitet ist und von was er nicht geleitet ist. Ja, er ist auch so eine Art Prototyp des Antichristen. Ja, weil er wirklich vollständig von Gott weggegangen ist, gar nicht mehr, das werden wir gleich lesen, gar nicht mehr in Betracht zieht. Und er kommt aus dem Volk Israel, ja, aus dem Volk Gottes. Und ja, der Antichrist, wir gehen davon aus, dass er aus dem Volke Israel kommen muss. Jesus hat es selber gesagt, ihr werdet einen anderen annehmen. Und ja, sie werden eben nur einen aus ihrem Volke annehmen. Und wir wissen eben, ja, das ist der falsche Messias, der Antichrist. So, jetzt aber mal eine Zusammenfassung hier. Also, ich habe nicht gesagt, dass er der Antichrist ist, nur nochmal zum Verständnis, aber er wäre so ein Prototyp. Ja, und wir warten ja auch nicht auf den Antichristen, sondern auf die Wiederkunft Jesu Christi. Aber für die Zeit danach, für die Drangsalszeit, ja, da wird ein Antichrist eben erscheinen aus dem Volk Israel. Aber jetzt eben zu den Artikeln hier. Und zwar habe ich hier einen Artikel von India Today, von einer indischen Webseite. Und das ist schon ein alter Artikel, ja, von 2018. Und schon da hat er also dargelegt, wie er zu Gott steht, wie er zum Humanismus steht, zum Menschen steht. Schauen wir uns gleich an. Und dann haben wir hier auch noch mal eine Zusammenfassung über sein Buch Homo Deus. Und ja, das scheint von seiner eigenen Webseite zu sein. Und hier ist ein Kommentar, ein kurzer dazu. So, schauen wir uns das an. Starten wir mit India Today. Ich habe den Text mal übersetzen lassen von DeepL und habe ein bisschen korrigiert und habe meine Kommentare dazu geschrieben. So, also die Überschrift lautet: Der Homo sapiens ist dabei, zu Göttern zu werden. Yuval Noah Harari in der Zeitung India Today. Ja, eben hier der Hinweis darauf, dass der Artikel schon vom 26. März 2018 ist. Bevor wir in den Text gehen, eine wichtige Bibelstelle. Erste Buch Moses, also Genesis, Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Das ist der Sündenfall. Wir schauen, was hier abgeht. Hier heißt es: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Ja, und da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß.
Also auch Adam hat nicht eingegriffen, er aß mit. Ja? Ja, wir sehen hier die erste Lüge des Satans in Form der Schlange. Und ja, da war es geschehen. Die Menschen haben der Schlange, dem Teufel, mehr geglaubt als Gott. Und ja, dadurch kam es eben zu diesem Tod später. Ja, aber was ist denn hier die Lüge des Satans? Ja, nämlich seid selber Gott. Ja, seid selbst wie Gott. Seid weise. Seid weiser sogar noch als Gott. Ja, das ist hier ja die Kernlüge. Ihr braucht keinen Gott. Ihr macht das schon selber. Ihr seid selber Gott. Ne? Und ihr seid weise. Und ihr schafft das. Ja? Darum geht's. Ja, das bitte im Hinterkopf behalten hier. Ihr werdet dann gleich sehen, warum. So, und jetzt gehen wir in den Text rein. Der Nationalismus erlebt ein Comeback. Nicht nur in einigen abgelegenen Ecken der Welt, sondern auch in den Hegemonialmächten Westeuropa, Nordamerika, Russland, China und Indien. Was bedeutet das Wiederaufleben des Nationalismus? Bietet der Nationalismus echte Lösungen für die beispiellosen Probleme des 21. Jahrhunderts, die Sie hier schaffen? Ne? Oder ist er ein flüchtiger Genuss, der die Menschheit und das gesamte Ökosystem ins Verderben stürzen könnte? Im Gegensatz zu dem, was viele Menschen denken, ist der Nationalismus tatsächlich eine sehr junge evolutionäre Entwicklung. Ja, der Mensch ist von Natur aus ein soziales Tier, aber über Millionen von Jahren lebten die Menschen in kleinen, intimen Gemeinschaften. Erst in den letzten 5000 Jahren oder so schlossen sich die kleinen Clans und Stämme zu einer immer größeren Gruppe zusammen, bis sie Nationen bildeten, die Millionen von Fremden umfassten. Nationen sind entstanden, weil sie große Probleme lösen können, die kleine Stämme nicht lösen können. Und weil Nationen den Menschen viel wichtiger Dienstleistungen mit einem höheren Maß an Sicherheit und Wohlstand bieten können. Die Schlüsselfrage ist, ob Nationen immer noch der richtige Rahmen sind, um unsere wichtigsten Probleme und Möglichkeiten, Bindungen, Sicherheit und Wohlstand zu gewährleisten? Die Antwort lautet nein. Nationen im 21. Jahrhundert sind wie die kleinen unabhängigen Stämme, die vor 5000 Jahren entlang des Indus-Tals lebten. Heute leben alle Menschen an einem einzigen globalen Fluss, einem Fluss der Informationen. Der wissenschaftliche Entdeckungen und technologischen Erfindungen. Dieser Fluss ist die Quelle unseres Wohlstandes, aber er stellt auch eine große Bedrohung für die menschliche Zivilisation dar. Keine Nation kann hoffen, diesen Strom von Informationen und Erfindungen allein zu regulieren. Alle großen Herausforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, sind globaler Natur und erfordern daher auch globale Lösungen. Die nukleare Herausforderung, die ökologische Herausforderung und die Herausforderung durch disruptive Technologien. Seit den 1950er Jahren ist klar geworden, dass keine einzelne Nation sich oder die Welt vor der nuklearen Gefahr schützen kann. Viele dachten, der Kalte Krieg würde sich zu einem sehr heißen Atomkrieg ausweiten und die menschliche Zivilisation zerstören. Dies ist nicht geschehen. Und zwar nicht aufgrund der Handlungen der einzelnen Nationen, sondern aufgrund der menschlichen Weisheit. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass wir weiterhin weise Entscheidungen treffen werden. Eifrige Nationalisten, die schreien, mein Land geht vor, mein Land ist das Wichtigste, sollen sich fragen, wie kann ihr Land ohne die Hilfe eines robusten Systems der internationalen Zusammenarbeit sich selbst und die Welt vor einem Atomkrieg schützen? Ja, es kann es nicht. Ja, wenn wir uns die Situation heute ansehen, ne, mal so als Kommentar, also trotz UNO und weltweit, ne, ist die Gefahr heute größer als denn je. Aber weiter im Text.
Die zweite große globale Herausforderung ist die ökologische Herausforderung. Wir destabilisieren das ökologische System in einem solchen Ausmaß, dass die Gefahr eines Klimawandels und eines ökologischen Kollapses besteht. Wenn die Dinge so weitergehen wie bisher, könnte es in 50 Jahren unmöglich sein, in Mumbai zu leben. Entweder weil der Indische Ozean ansteigen und große Teile der Stadt verschlingen wird, oder weil es so heiß sein wird, dass niemand mehr hier leben kann. Und das kann keine noch so mächtige Nation alleine verhindern, denn Nationen sind nicht ökologisch souverän. Ja, Indien baut ständig neue Kohlekraftwerke. Indien ist nicht gerade das sauberste Land der Welt, ne? Nur mal so im Hinterkopf behalten, ja. Die größte Herausforderung von allen ist wahrscheinlich die technologische Disruption. In den kommenden Jahrzehnten werden künstliche Intelligenz, KI und Biotechnologie enorme neue Möglichkeiten, aber auch enorme neue Probleme schaffen. Ein prominentes Beispiel dafür ist, dass der Aufstieg von KI, Computern und Robotern Milliarden von Menschen aus dem Arbeitsmarkt verdrängen könnten. So dass Hunderte von Millionen Menschen ohne wirtschaftlichen Wert und damit ohne politische Macht dastehen könnten. Ja? Nutzlose Esser, hat er ja auch gesagt. Ja, ein weiteres globales Problem, das durch die neue Technologien geschaffen wird, könnte die Entwicklung von autonomen Waffensystemen und Killerrobotern sein. Dies ist eine der gefährlichsten technologischen Entwicklungen, aber auch hier kann keine Nation dies allein verhindern, denn keine Nation hat ein Monopol auf Wissenschaft und Technologie. Ja, und warum soll das eine Weltregierung schaffen können? Die wird diese Dinger alle bauen, ne? So, und jetzt kommen wir mal wieder zu einem Bibeltext. Auch der ist wichtig. Ja, der Mensch überschätzt sich, ja, und so kam es nach der Sintflut schon wieder zu Übertretungen. Und das schauen wir uns wiederum im Genesis an, 1. Buch Mose, diesmal Kapitel 11. Also, wie gesagt, das war nach der Sintflut, ja, wo ja nur 8 Menschen überlebt hatten. Dann hatten sie sich schon wieder vermehrt und dann ging das wieder von vorne los. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear. Ja, das ist heute, ne, Babel, Babylon, Chaldea, ja, zwischen Euphrat und Tigris, heutiges Irak. Ne, und ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, ja, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Ja, auch heute haben wir wieder das rückgängig machen, ja, hier durch eine Weltsprache Englisch. Und ja, man baut sich eine Weltregierung, alles soll wieder zusammenkommen, ja? Und eben einen Turm bis in den Himmel, also ja, selber sein wie Gott, ne? Da stieg der Herr herab, und die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen, ne, Gott, und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Also um unseres Namens wegen, wir Menschen, wir sind so toll. Ja, lasst uns eine Weltregierung haben. Ja. Aber Gott hat eingegriffen.
Ja, auch das im Hinterkopf behalten, ne? Und jetzt geht es weiter im Text. Oh je, 4 Milliarden Jahre lang hat sich an den grundlegenden Regeln des Lebens nichts Grundlegendes geändert. Es spielt keine Rolle, ob man eine Amöbe oder ein Dinosaurier, eine Bananenpflanze oder der Homo sapiens war. Man bestand aus organischen Verbindungen und entwickelte sich durch natürliche Selektion. In den kommenden Jahrzehnten wird sich dies ändern? Oh, ja, die Wissenschaft ist im Begriff, die natürliche Auslese durch intelligentes Design als Hauptmörtel der Evolution zu ersetzen. Nicht der intelligente Entwurf eines Gottes über den Wolken, sondern der intelligente Entwurf unserer Wolken, der IBM-Wolke und der Google-Wolke. Ja, merkt ihr was, ne? Weiter geht's. Wir sind dabei, nach 4 Milliarden Jahren der Evolution die ersten organischen Lebensformen zu schaffen. Wir, ne? Die ersten organischen Lebensformen zu schaffen. Ja. In diesem Prozess wird der Homo sapiens wahrscheinlich verschwinden. Nicht, weil wir uns selbst zerstören werden, sondern weil wir uns verändern und zu etwas ganz anderem machen werden. Oh, werdet wie Gott, ne? Die Kombination aus künstlicher Intelligenz und Biotechnik wird völlig neue körperliche, physische und geistige Eigenschaften hervorbringen. Das Bewusstsein selbst könnte von jeder organischen Struktur abgekoppelt werden. Oder aber wir erleben die Entkopplung von Intelligenz und Bewusstsein. Oh. Dann wird die Erde von super intelligenten, aber völlig unbewussten Wesen beherrscht werden. Computerprogramme ohne Verstand, ohne Gefühle und ohne Emotion. Tja, völlige Dystopie. Ja, auch hier alles wird getrennt. Wir wissen ja, Körper, Geist und Seele, ja, all das wird hier getrennt. Wir sind also dabei, Götter zu werden. Und die große Frage, die sich uns stellt, ist, was wir mit unseren neuen gottähnlichen Kräften anfangen wollen. Wir brauchen ethische Leitlinien und Ziele und der Nationalismus kann uns die notwendigen Leitlinien und Ziele nicht liefern. Der Nationalismus denkt auf der Ebene von Territorialkonflikten. Um im 21. Jahrhundert zu überleben und zu gedeihen, muss die Menschheit die nationalen Loyalitäten durch eine Loyalität gegenüber einer globalen Gemeinschaft ergänzen. Wir leben bereits in einer globalen Welt. Wir haben eine globale Ökologie, wir haben eine globale Wirtschaft und wir haben eine globale Wissenschaft. Wissenschaft. Aber wir haben immer noch nur eine nationalistische Politik. Diese Unausgewogenheit hindert das politische System daran, unsere Hauptprobleme zu bekämpfen. Kleine Anmerkung, die wir selber ja schaffen, ne? Um eine wirksame Politik zu betreiben, müssen wir entweder die Ökologie, die Wirtschaft und die Wissenschaft deglobalisieren und lokalisieren, oder wir müssen unsere Politik globalisieren. Nun ist es natürlich unmöglich, die Ökologie und die Wissenschaft zu deglobalisieren. Und es wird extrem kostspielig sein, die Wirtschaft zu deglobalisieren. Daher besteht die einzige wirkliche Lösung darin, unsere Politik zu globalisieren. Als Historiker muss ich Ihnen sagen, dass die menschliche Dummheit eine der stärksten Kräfte in der Geschichte war und immer noch ist. Da muss ich ihm zustimmen, das ist so. Auszüge aus einem Gespräch mit der Moderatorin der Group Additional Director Broadcast and New Media der India Today Group, Kali Puri. Ja, Frage: Wie können wir in einer Welt, in der so viel von uns um Mikroidentität kämpfen, Ihrer Meinung nach eine Loyalität gegenüber der Menschheit fördern? Ich bin Historiker und kann daher unter anderem vorschlagen, in der Schule die Geschichte der Menschheit zu lehren und nicht nur die Geschichte der eigenen Nation, Kultur oder Religion. Wenn ein Kind von klein auf daran gewöhnt wird, alles
über alles in Bezug auf meine Nation nachzudenken, dann ist es nicht verwunderlich, dass es, wenn es erwachsen ist, die ganze Zeit über die Welt in Bezug auf meine Nation denkt. Frage. Nehmen wir an, Sie haben Zugang zu biotechnologischem und intelligentem Design. Was sind die wenigen Dinge, die Sie an sich selbst verbessern würden? Das Hauptproblem ist, dass wir uns selbst nicht gut genug verstehen, um diese Frage verantwortungsvoll zu beantworten. Ich kann alle möglichen Fantasien darüber haben, wie ich meinen Körper verändere und mein Gehirn aufrüste, aber wir wissen nicht wirklich, was die Konsequenzen sein werden. In der Vergangenheit hatten die Menschen die Möglichkeit, die Welt außerhalb ihres Selbst zu manipulieren, aber sie haben die Komplexität des ökologischen Systems nicht verstanden, sodass alle Veränderungen zum ökologischen Zusammenbruch führten. Wir könnten im Inneren dasselbe tun, wenn wir die Fähigkeit erlangen, unseren Körper, unser Gehirn, unsere Gefühle und unseren Verstand zu manipulieren. Aber all diese Veränderungen könnten zu einem internen ökologischen Kollaps führen. Ich hoffe also, dass ich zuerst meine innere Welt verstehen werde, bevor ich anfange, mich selbst zu manipulieren und zu verbessern. Ja, und jetzt kommen wir zu interessanten Stellen. Also hier wird gefragt, stimmt es, dass Sie glauben, dass einige der berühmtesten Geschichten, wie die aus der Bibel, die Vorläufer von Fake News sind? Ja, heute, wo so viele von Fake News die Rede ist, halten sich manche Fake News ewig. Wenn 1000 Menschen einen Monat lang darauf glauben, sind es Fake News. Wenn Millionen von Menschen 1000 Jahre lang daran glauben, ist es keine Fake News, sondern die Wahrheit oder die religiöse Wahrheit. Ich sage nicht, dass alle Religionen oder religiösen Texte Fabeln sind. In einigen dieser Texte und Geschichten steckt manchmal eine Menge Wahrheit und eine Menge tiefer Weisheit. Aber wir müssen in der Lage sein, Realität und Fiktion klar zu unterscheiden. Das tun wir in der Physik und in der Medizin. Aber wenn es um Geschichte geht, wollen viele Menschen und insbesondere viele Politiker nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Frage: Ich werde Sie auf ein umstrittenes Thema ansprechen. In einer unserer berühmtesten Mythologien, dem Ramayana, ist von einer Brücke zwischen Indien und Sri Lanka die Rede. Nun behauptet der neue Gott der Neuzeit, Google, dass sie tatsächlich existiert. Ist die Geschichte des Ramayana also wahr? Antwort von Harari: Das bedeutet das nicht. Eine wahre Tatsache bedeutet nicht, dass alles wahr ist. Wenn ich zum Beispiel die Bibel nehme, gibt es viele Ereignisse, die in der Bibel erwähnt werden, für die wir heute sehr starke historische und archäologische Beweise haben. In der Bibel steht, dass der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem zerstört hat. Wir haben sehr starke Beweise dafür, dass dies wahr ist. Aber für die Ereignisse, Achtung, im Garten Eden, Eva und die Schlange und all das ist das etwas schwieriger zu glauben. Siehe oben. Ja, wir sehen also, er glaubt lieber der Schlange, ja, die gesagt hat, ihr werdet selbst wie Gott, es gibt keinen Gott, ihr braucht Gott nicht, ihr schafft das schon, ihr macht das schon selber, ihr werdet wie Gott und ihr werdet weise, ja. Und dazu noch zwei Bibelstellen hier, die das auch behandeln, und zwar 1. Korinther, Kapitel 3, Verse 18 bis 21. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List.
Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen. Und 1. Korinther 1, 21, denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt, also die Welt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Weiter im Text, hier fragt die Moderatorin, sie sagten, dass wir in der Lage sein werden, uns in einen Menschen zu hacken. Was genau haben sie damit gemeint? Der Mensch hat ein biometrisches Betriebssystem. Unsere Wünsche, Entscheidungen und Gefühle sind nicht das Ergebnis eines freien Willens oder eines metaphysischen Geistes, sondern von biochemischen Prozessen im Körper und im Gehirn. Bis vor kurzem hatten wir nicht genug Wissen darüber, aber jetzt gewinnen wir das biologische Verständnis und die nötigen Rechenleistungen, um Menschen zu hacken. Ja, also der Mensch ist nur ein biochemischer Prozess hier, ja, wie ein Tier. Und ja, jetzt haben wir selber eine Technologie entwickelt und sind immer weiser und wissender geworden und jetzt können wir den Menschen hacken. Ja, und weiter sagt er. Es wird viel über das Hacken von Computern, Smartphones und Banknoten gesprochen, aber das wirklich Wichtige ist, dass wir jetzt den Menschen hacken, entschlüsseln, wie Körper und Gehirn funktionieren und wie Menschen Entscheidungen treffen. Sehr bald könnten Regierungen und Unternehmen in der Lage sein, besser zu verstehen, was in uns vorgeht, als wir selbst. Ja, sie können uns manipulieren, kontrollieren und wir werden es nicht einmal merken. Ja, herzlichen Glückwunsch. Bis heute konnten die Regierungen ihre äußeren Aktivitäten kontrollieren, wo sie hingehen, was sie lesen, was sie sagen. Sehr bald werden sie in der Lage sein, zu verstehen, was in uns vorgeht. Okay. Wenn wir nicht aufpassen, wird dies zu einer digitalen Diktatur führen, zu einem totalen Überwachungsregime, in dem es absolut unmöglich ist, sich zu wehren. Denn wenn man nur daran denkt, sich zu wehren, wissen sie es. Ja, und ich bin sicher, dass diese Diktatur, diese beiden Herrschaften hier wollen und nicht nur diese beiden, ja, natürlich ihr Chef, ja, Satan, und der Antichrist und ja, alle Erfüllungsgehilfen natürlich auch. Lesen wir weiter im Text. Denken Sie nur an ein Land wie Nordkorea. In 20 oder 50 Jahren müssen die Menschen vielleicht biometrische Armbänder tragen, die den Blutdruck und die Gehirnaktivität ständig überwachen. Wenn Sie eine Rede von Kim Jong-un zuhören und das Armband Anzeichen von Wut in Ihnen anzeigt, wird das Ihr Ende bedeuten. Ja, das, es wird kein Armband sein, ne? Es wird das Malzeichen sein, ne? Des Tieres. So, Frage. In Indien wurde viel über biometrische Daten diskutiert, weil wir jetzt einen neuen Personalausweis haben. Die Aadhaar-Karte, die unsere Fingerabdrücke und Iris-Scans erfasst. Sie ist auch mit unserem Mobiltelefon, Bankkonto, Wählerausweis, PAN-Karte usw. verknüpft. Und sie ist obligatorisch. Die meisten von uns mussten sich also ihr unterwerfen. Ist dies der erste Schritt zur digitalen Diktatur? Ja, Hinweis, Indien gehört zu den BRICS-Staaten, ne, für alle, die sich freuen über die BRICS-Staaten. Ja, schaut mal hier, was los ist in Indien. Personalausweis obligatorisch, alles verbunden miteinander. Ja, und die Antwort von Harari lautet vielleicht ja, vielleicht nein. Keine Technologie ist deterministisch. Also vorherbestimmbar. Jede Technologie hat sowohl positives als auch negatives Potenzial. Es wäre töricht,
all das enorme positive Potenzial der Biotechnologie aufzugeben, nur weil es ein negatives Szenario gibt. Genauso wie es töricht gewesen wäre, die Erfindungen früherer Zeitalter aufzugeben, weil sie einer Diktatur, unterstützen könnten. Denken Sie an das Radio. In Nazi-Deutschland war das Radio das wichtigste Propaganda-Instrument des Regimes. Jeden Tag ging Hitler oder jemand aus dem Oberkommando zum Radio und hielt Reden vor Millionen von Deutschen. Auf diese Weise wurden sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Na gut, dass es das heute nicht mehr gibt. Heißt das, dass das Radio schlecht ist und wir alle Radiogeräte zerstören sollten? Nein, man kann das Radio für sehr viel Gutes nutzen. So ist es auch mit der Biotechnologie. Und dann sagt er, ich möchte nicht, dass die Menschen Angst vor der Technologie bekommen und denken, dass sie sie aufhalten oder abschaffen könnten. Ja, aber das hat er doch schon gesagt, ne? Dass der Mensch abgeschafft wird oder umgestaltet wird. Gut, weiter. Das wird nicht passieren. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir bei jeder Technologie politische Optionen haben. Wir sollten uns über alle Möglichkeiten im Klaren sein und hoffentlich die richtige Wahl treffen. Punkt. Ja, und dann hier noch ein Hinweis, dass 2023 ebenfalls so ein Treffen stattfand am 17. und 18. März. Also ja, das findet wohl jährlich wohl statt. Oder zumindest auch dieses Jahr. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Artikel. Das steht hier auf seiner eigenen Webseite. Und ja, es geht um das Buch Homo Deus, was er geschrieben hat, 2015 auf Hebräisch, wurde 2016 dann übersetzt. Und hier, ja, gibt es eine Rezension darüber. Und ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, da haben wir die Übersetzung. In einem Kommentar, veröffentlicht am 2. Dezember 2019, eben zu diesem Buch mit der Überschrift Homo Deus, nach Gott und dem Menschen werden Algorithmen die Entscheidung treffen, Yuval Noah Harari. Ja, also erst war es Gott, dann der Mensch und ja, dann wird die künstliche Intelligenz Entscheidung treffen. So stellt er sich das vor. Und hier heißt es, Algorithmen, also künstliche Intelligenz, KI, die entscheiden, welches Studium man wählt, auf welchen Job man sich bewirbt, aber auch, wer die einzige wahre Liebe ist, so sieht laut dem israelischen Historiker und Autor Yuval Noah Harari die Zukunft der Menschheit aus. Nach seinem erfolgreichen Buch über die Geschichte der Menschheit Sapiens beschreibt Harari in seinem neuen Buch Homo Deus, was den Menschen erwartet. Über 1 Million Exemplare des Buchs, das im Februar auf Niederländisch erschienen ist, wurden bereits verkauft. Barack Obama und Bill Gates sind selbsternannte Fans. Auch Merkel übrigens. In seinem Buch beschreibt Harari, wie der Humanismus, in dem der menschliche Geist als höchste Autorität gilt, durch eine Welt ersetzt wird, in der Algorithmen und Daten die Entscheidungen treffen. Im vergangenen Jahr wurde ein Durchbruch in der Geschichte der künstlichen Intelligenz erzielt, obwohl Experten davon ausgingen, dass es noch 10 Jahre dauern würde. Verlor der Weltmeister im Go-Spiel ein Spieler gegen einen Computer. Harari erwartet, dass Algorithmen in nicht allzu ferner Zukunft nicht nur ihre Fähigkeiten im Go-Spiel verbessern werden, sondern auch besser wissen, was sie fühlen. Sie werden uns besser kennen, als wir uns selbst kennen können. Damit ist das Ende des Homo sapiens in Sicht. Mit dem Humanismus wurde Gott als höchste Autorität durch den menschlichen Verstand ersetzt. Gott entschied, was gut oder schlecht war. Mit dem Humanismus wurde dies durch das menschliche Gefühl ersetzt. Zum Beispiel wurde Homosexualität von Gott als Sünde angesehen,
Aber der Humanismus akzeptierte sie, erklärte Harari. Ja, er ist ja selber schwul und das hat er mit 20 erkannt und hat sich also dann komplett natürlich von Gott abgewandt und naja. Ja, Gefühl. Also das menschliche Gefühl kann sehr trügen und ja, der Humanismus eben, ne? Und Gott wurde eben abgesetzt als höchste Autorität. Harari ist der Meinung, dass die Vorstellung, der Mensch sei autonom und habe einen freien Willen, sich ihrem Ende nähert. Im 21. Jahrhundert wird sich die Autorität wieder auf die Wolken verlagern, aber nicht auf die der Götter. Sie wird sich in die Wolken von Microsoft, Google und Facebook verlagern. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja, die neuen Götter, Microsoft, Google und Facebook. Mit allen von diesen Unternehmen gesammelten Daten werden Algorithmen entwickelt werden, bei denen Menschen verstehen. Algorithmen, die meine Gefühle besser verstehen als ich mich selbst. Dann wird sich immer mehr Autorität von mir auf den Algorithmus verlagern. Ja, also hier, das ist die künstliche Intelligenz. Ne? Es hat sich auch schon seit 2019 dieses Wording mehr und mehr verlagert, weg vom Algorithmus zur künstlichen Intelligenz. Beispiele für dieses Phänomen lassen sich bereits finden. Früher hat man sich auf sein eigenes Gefühl und seinen Instinkt verlassen, um von der Stadt zum Flughafen zu fahren. Heutzutage benutzt man Google Maps. Die Menschen lernen, Google Maps mehr zu vertrauen als ihren eigenen Instinkt, weshalb sie am Ende nicht mehr in der Lage sind, den Weg zum Flughafen mit ihrem eigenen Wissen zu finden. Ja, das ist hier vorne schon falsch. Also ich verlasse mich ja nicht auf mein Gefühl oder Instinkt, um von A nach B zu kommen, sondern ich weiß das natürlich. Ja, ich habe mir Karten angeguckt oder wie auch immer, also bevor es Google Maps gab, ja. Und ja, das, oder ich, es gibt auch noch Straßenschilder, man kann auch fragen noch Menschen auf der Straße nach dem Weg und so weiter. Also das war Wissen. Ja. Aber wie, das stimmt tatsächlich, ne? Die Menschen vertrauen immer mehr Google Maps und diesen Systemen im Auto, den Navi-Systemen. Und ja, manche können schon gar nicht mehr ohne. Das ist schon sehr beängstigend, ja, manchmal. Ja, und dann heißt es hier noch, mit seinem Buch möchte Harari vor allem die Diskussion über die wachsende Macht von Algorithmen, also KI und Daten anstoßen. Es ist nicht möglich vorherzusagen, was wirklich passieren wird. Was passieren wird, hängt von den Entscheidungen ab, die wir treffen. Wer ist wir? Die beiden hier. Aber indem wir über gefährliche Szenarien diskutieren, können wir Maßnahmen ergreifen und verhindern, dass sie eintreten. Nein. Das könnt ihr nicht, ne? Weil euer Chef ist Satan und das werdet ihr nicht verhindern. Ne? Denkt daran, es kommt die Drangsal, die siebenjährige Drangsal kommt auf uns zu, das antichristliche System. Der Geist des Antichristen wirkt schon, natürlich, es gibt schon Bedrängnis und alles, ne? Aber wenn der Heilige Geist hier weggenommen wird, wie es heißt, mit der Gemeinde, dann hat Satan noch mehr Macht, ja. Gott lässt das zu, weil das sind dann eben die Gerichte Gottes, die dann über die Erde kommen. Und ja, da wollt ihr einfach nicht dabei sein. Ne? Ja, ihr seht also, Satan, die Schlange, verspricht dem Menschen, der Menschheit, selbst wie Gott zu sein, selbst Gott zu sein. Gott gibt es nicht. Deshalb leben wir ja in dieser gefallenen Welt, die allerdings dann auch zu Ende gehen wird und es wird eine neue Welt erschaffen. Ja. Aber so geht es halt nicht weiter hier. Ne. Da kommt diese Endzeit eben, weil sich der Mensch wiederum aufgeschwungen hat. Und dann kommt aber jetzt wirklich der endgültige Ratschluss Gottes mit der Drangsalzeit und
anschließenden neuen tausendjährigen Reich. Wer noch nicht umgekehrt ist zu Jesus, sollte das jetzt dringendst und schnellstens tun. Ja, weil wir wissen nicht, wie alt wir werden, wann wir unseren letzten Atemzug tun, und wir haben nur dieses Leben, um uns zu entscheiden, tut es jetzt. Ich wünsche euch alles Gute. Shalom.